Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Heute reagieren wir auf 7 gelöschte Items in Fortnite. Vielleicht erinnern wir uns noch an diese, Freunde. Vielleicht, okay? Freunde, wie ihr bemerkt, ich habe hier gerade eine neue Kette, die sieht wirklich ganz, ganz knackig aus. Das ist so eine Cuban Link Chain. Das Besondere an der ist einfach, dass sie halt wirklich mega dick ist. Die ist 13 mm dick. Das ist so schon eine recht schöne, dicke Kette. Dazu habe ich auch passend das Armband, liebe Freunde. Sieht wirklich sehr schön aus. Es glänzt schön. Silber angelehnt und wie gesagt, einfach eine Top-Kette. Kann man immer geil kombinieren, kann man easy kombinieren. Absolute Top-Empfehlung von mir. Diese, liebe Freunde, ist von Deadstock. Die kostet 59,95. Das Geile ist aber natürlich, Freunde, mit dem Code RED auf alles immer 10% Rabatt. Hier natürlich habt ihr das Armband auch noch. Das kostet dann hier 34,95. Echter Hingucker, muss ich sagen. Und das Geile ist noch, Deadstock hat noch 2 Jeans rausgebracht, Freunde. Und zwar einmal die hier. Das ist so eine Blue Jeans, so eine Destroyed Splatter Blue Jeans. Wirklich super gut. Ist aktuell auch gerade so eine Aktion. Normalerweise sollte sie 60 kosten, aber hier als Aktion 50. Und wie gesagt, mit dem Code RED 10% günstiger. Ganz wichtig. Ich habe die selber. Qualität ist 1A. Guck mal, Freunde, wirklich 1A Jeans. Sieht wirklich super aus. Qualität on top, on fleek. Das ist so eine Slimfit Jeans. Fällt aber eigentlich recht gechillt aus. Ist ein super Schnitt. Und von der Verarbeitung einfach super. Krasse Used-Look-Elemente. Sein Onkel. Überall so Splatter. Sieht wirklich super schön aus. Wirklich, kann ich nur jedem empfehlen. Hinten komplett richtig geil gemacht. Eine richtig schöne Hose. Für 50 Euro ist ein Mörderschnapper. Ist wirklich ein richtiger Schnapper. Hochwertig verarbeitet. Und dann, liebe Freunde, gibt es auch eine neue Biker-Denim. Also eine Biker-Jeans. Die ist auch richtig heftig, Freunde. Das ist dann eine schwarze Jeans mit so Biker-Elementen. Kennt man zum Beispiel von Amiri. Da kosten die so 1000 Euro oder so. Na, hier haben wir quasi fast die gleiche. Ist eine super Hose. Ich habe die auch gerade an, ist auch super bequem. Komm, ich zeig's euch mal. So, Freunde, sieht ihr aus. Also, es ist eine geile, freshe, slimfit Biker-Jeans. Hier so mit Ripped-Elementen und diese Biker-Elemente. Es ist, ich muss schon sagen, ich würde schon sagen, aktuell meine neue dunkle Lieblings-Jeans. Preis-Leistung auch hier top. Sollte normalerweise 60 kosten. Kostet jetzt als Aktion 50 und mit dem Code RED günstiger. Meine Top-Empfehlung, Freunde. Qualität on point. Sieht super aus. Schnitt ist alles richtig. Also wirklich alles richtig gemacht. Checkt es auf jeden Fall ab, liebe Freunde. Ihr wisst, beim Warenkorb immer den Gutscheincode RED und ihr spart immer 10%. Alles wirklich. Man kann direkt PayPal zahlen etc. Es lohnt sich, liebe Freunde. Die neuen Sachen sind wirklich richtig, richtig nice. Erster Link in der Videobeschreibung und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Das Video hat sogar 4 Millionen Views. Nicht schlecht. Ja, lass mal herausfinden. Sind wir OGs oder nicht? Vielleicht können wir uns daran erinnern an einige Sachen. Ich bin mega gespannt. Ich als OG dürfte vielleicht das ein oder andere Item noch kennen. Let's go. Er hat dafür gesagt, dass einige Streamer, die wir jetzt hier in dem Video sehen werden, sehr verwirrt waren, weil die von den Items nicht wussten. Freunde, schaut euch das Video zu Ende an. Es wird spannend. Let's go, das Häschen. Und ich würde sagen, fangen wir an mit Item Nummer 1. Let me go and share with you what the Eye of the Storm was. Let's see if we can find some minis first. Huh? Minis right here? Nah. Eye of the Storm Tracker. Lol. What? What is this? Ey, das war auch nur ganz kurz drin. Ich erinnere mich doch. Oh mein Gott, der hat dir immer gesagt, wo dann halt irgendwie die Zone war. So, irgendwie so war das doch. Hä? What do I do? Ich glaube, ich hatte den selber mal kurz gehabt. How do I use it? What is this? Er ist auch absolut verwirrt gerade. He's breaking out. He got the chest right here. Was macht er jetzt? Oh, er hat schon ein gutes Aim gehabt, Digga. Starker Spieler. Does anyone know what I do with this? Komm. How do I equip it? Look, my backbling changed. Ey, ich weiß auch nicht genau, was das gemacht hat. Ich weiß, ob er die Zone vorher gesagt hat oder. Ich hab's auch vergessen, muss ich zugeben. No, it didn't. Ah, ja, das war wirklich. Ah, stimmt, Digga. Ich bin so vergesslich. Ne? Wir hatten es doch selber mal gehabt, in dem Video sogar. Look at your map. Krank. It show. Ja, aber powered eigentlich, no ne? No way, what if I drop it? No way! Krank. It shows where the. Oh, that's so cool, dude. Das ist eigentlich richtig overpowered. Das ist so ein Item, boah, genau wie diese Sniper so eigentlich, cool. Ne? It voll shows overpowered. Where the next storm circle is gonna be. Ey, die Sniper, die war ja noch heftiger. Kennt ihr noch diese Sniper, die genau gesagt hat, wo die Endzone ist? Die war noch heftiger. Die war viel overpowered. That's so cool! When did they have that? I had no idea. That's krank. Nuts. Number 6.
Zapatron. Zapatron ist so eine richtig komische Waffe, die ich selber noch nie gesehen habe. Er sagt auch, habt ihr wahrscheinlich von gehört, aber habt noch nie spielen können. Das ist der Clip, das ist französisch. Irgendwie, es gibt nur ein paar Clips mit der Waffe. War die so selten, gab es nur einen Tag. Was war denn los, Digga? By the way, 3 Bilder pro Sekunde klärt schon, Spaß. Guck mal jetzt hier. Komm, Loot Drop. Das ist auch so ein richtiger Season 0 Clip, merkt man auch. Oder ist... Joueurs, von Siphon, ne, Ionix TV. Da. Alors, on a le droit à un Zapatron légendaire. Zapatron. Digga, der Name ist schon ganz gefährlich. Wie viel Schaden macht ihr denn eigentlich? Sieht man das irgendwo? Donc, voyons voir ce que vaut ce petit Zapo. Ce voyeur de vaut de petit. Prochain légendaire. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, die knallt schon einen gut weg. Das ist ein Sniper, steht auch unten links. Fossil, das Sniper. Das ist ein Sniper an sich. Aber krank, Digga, 150er Schaden, Buddy. Buddy Shot. Digga, krank. Die war auch instant da, ne? Also normalerweise ein Sniper hat also eine Schusslaufbahn, so, ne? Du musst halt so ein bisschen gucken, wann rennt er und so. Der Schuss war ja instant da. Ich glaube, die Waffe war zu overpowered. Ich glaube, die Waffe war einfach zu overpowered. Die haben gemerkt, die muss rausgenommen werden. Aber ich würde mich echt freuen, wenn die mal wieder reinkommen. Wenigstens für ein, zwei Tage. Das ist ja übertrieben heftig. Wild Dynamo. The Wild Dynamo is a type of trap. Ach so, Wild Dynamo. Das ist eine Trap gewesen. War das die Elektro-Trap oder? Ich guck mal gerade jetzt. Clip, you guys. Check it out. The Rats heißt hier der Streamer. Ja, das war noch hier die Trap für die. Ja, kannst du eigentlich überall. Ich glaube, das war. Ja, hier. Soll man platzieren, der kleine Go? Komm schon. Oh, du musst es... Oh, das war so kompliziert. Oh mein Gott, du musst es quasi immer jeden Bereich auswählen. Ob du die Wand nimmst oder Decke oder Boden. Musst du extra auswählen. Oh mein Gott. Das Problem an dem Gegenstand ist, ne? Es war hart laut. Du hast immer gemerkt, wenn da irgendwo diese... Zapper-Fallen waren. Die waren sogar mal eine Zeit lang wieder drin. Heftig. Krass, die fallen einfach drauf rein. Sag mir nicht, die fallen jetzt drauf rein. Nein. Nein. Die werden jetzt drauf reinfallen, oder? Ey, der bewegt sich aber gar nicht. Jetzt kommen die, glaube ich. Oh mein Gott, die sind ja so Hardcore-Noobs, das ist ja unglaublich. Also, das ist ja schon krank. Oh mein Gott, eine Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat einfach drei Leute damit geholt. Digga, wie kann man so dumm sein? Das Ding war doch so laut, ich bin niemals da reingefallen. Number 4. Das ist das Heftigste in meinem Leben. Ceiling Zapper. Ja, stimmt, da gab's. Also, es ist an sich das gleiche, aber das ist halt für die Decke gewesen. Also, das ist für die Decke. Er sagt doch, du konntest doch nirgendwo anders placen oder ging halt wirklich nur an der Decke. So. Dann lass doch mal abchecken hier den Hasen. Ich weiß nicht, ob es der Clip ist oder. Oder hat das. Oder zeigt das gerade irgendwas anderes? Naja. Auf jeden Fall an sich genau das gleiche, bloß du konntest es halt einfach an der Decke nur usen, sonst nicht. Okay. Ah, man hört es. Das meine ich, also ich habe das schon immer gehört direkt. Also wer das nicht hört, ne, der muss sich einfach ein neues Headset kaufen. Ganz ehrlich, guck, das hört man noch ganz straight hier. Ab hier dieses Todeslaut. Ich finde, der Sound war halt wirklich sehr auffällig so. Richtig böse, richtig böse. Sag mir nicht, dafür geht das nochmal rein. Nee. Jetpack. Jetpack war sogar letztens wieder drin, aber nur für einen exklusiven Modus halt, ne? Actually, some of you may remember it. This one here is from Season 4, so it's not that long ago. But you guys... Ja, da geht's von Season 4, etc. Jetpack, ja, zeigt er, glaube ich, gleich, oder? Nick A30. Ja, guck dir das mal das an, Digga. Wie geil ist das denn hier? Goes absolutely insane with it. And at the end of the clip, you end up getting this insane trick shot as well, you guys.
absolutely amazing. Oha, wie geil ist das denn? Check this out. Ah, der gleiche Streamer, der NickA30. Oh. Yeah, let's go! Wie er sich freut. No way! Jetpack, ne? Oh, das war richtig heftig, wenn du mal ein Jetpack hattest und die anderen nicht. Genau diese Kombi, ne? Genau diese Kombi. Haut-Nah-Modus. Schön diese Shotgun und dann noch. Also die schwere Shotgun und Jetpack. Oh mein Gott! Gerade gehabt noch. Oh, that's so good. Alright, watch as he just sinks still. Alright, here goes nothing. Oh, man konnte 10 Minis tragen. That was weird. Wie krank eigentlich. Wow, richtiger Pro-Player. Kappa. Obwohl, ich glaube, er ist sogar einer. Oha, was für ein Schaden. Oh my god. Ist schon böse. So dirty. Ey, diese Pömpelgranaten, die wurden ja auch entfernt. Die waren ja richtig eklig. Da habe ich mich immer richtig aufgeregt. Die gingen teilweise durch Wände durch. Ey, was hat der Gegner? Warum fliegt der Gegner auch? Hat er auch eine. Oha. Gegner hat auch Jetpack. Oha. What? He had a jetpack, dude. Er hat ihn getötet. King of Toasters heißt der Gegner. Das war's auch wieder komplett. Er hat ihn komplett rasiert, Alter. GG. Oh my gosh, look at this, guys. Oha. From the skies. Oha. And then there's this guy. This guy seems pretty good. He's moving a lot. Oha, the oha. Guy knows I'm up here. I don't think this guy does. Oh. Oh my god. GG. Dicke Headshots. He saw me. He saw me. Ey, das ist so unfair. Du kannst also auf High Ground gehen. And then there was one. Was macht er jetzt? Oh, ich dachte, der wäre jetzt. Er ist safe im Haus, sagt er. Alright, here goes nothing, guys. Was hat er vor? Wenn der jetzt nochmal trifft. Alright, let's do it, let's do it. Was hat er? Oh nein, nein. Here we go. Oh mein Gott! Yeah, let's go! Let's go! Nicht schlecht, der Specht, nicht schlecht. Muss man sagen. Number two, guided. Oh mein Gott, die fernlenkbare Rakete, die war so geil. The guided missile wasn't in the game for very long. The reason is because. Tiger, lass mal direkt gucken. Like, and then we'll be taking a look at. Oh, da hatten auch Stilo nicht so einen heftigen Clip, aber oh, mein alter Channel ist ja weg, Digga. Check this out. Der war so heftig. Oh mein Gott. Oh, I'm gonna die now. I'm gonna die now. I didn't think this through, guys. Because I'm so, I'm gonna die now. I died. Das war's auch wieder komplett. Try to pick me up with the guided. Make sure to watch out for me. Yeah, you can. Just don't. Oh my god. You got this. You got this. I'm on. Trigger, I'm on. Oh, I got killed. Save him. Oh no! Trigger! Oh my god, was ist das für ein Clip? Wait, I'm gonna get up on this tree. I'm gonna get up on this tree. Oh no, I died. Absolute bruh. Oh no. Not the longest amount of time. Ey, das ist so eine heftige Sache gewesen. Es war einfach auch so spaßig auch. Es war nicht mal so overpowered oder so. Es war einfach spaßig. Das fehlt so gerade aktuell ein bisschen davor, dann muss man zugeben. Er Rocket ridet sich selber einfach. Behindert ist das? Nein. Das ist so schlecht. Number one, Submachine Gun. Submachine Gun, war das die erste MP? So the SMG, and no, you guys, there's so many SMGs in the game. Oder welche meinte er gerade? Ah! Digga, das ist so eine Rotzwaffe gewesen. Die waren so billig, ne? Die war echt unglaublich. Obwohl, ja, hart auf hart, im kompletten Nahkampf war die ja nicht so schlecht, aber. Nee, Digga. Rotzwaffe, ich habe die nie gemocht. Ich habe die auch nie gespielt. Ich fand die immer absolut weird. Und so Blumen, sein Onkel, so richtig, richtig komische Waffe. Die habe ich nie gespielt, habe ich lieber einfach ganz normal Double Pump und AR gespielt. Wenn ihr euch noch an irgendwas erinnern könnt, oder an irgendwelche anderen Sachen, an die sich wahrscheinlich keiner erinnert, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare, liebe Freunde. Ich muss sagen, da waren echt viele lustige Sachen dabei. Ich habe persönlich die Zappa gar noch nie testen können, der hat kaum jemand testen können, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr kennt, was ihr nicht kennt. Checkt auf jeden Fall die neuen Jeans und die Ketten von Deadhawk ab. Wie gesagt, generell auf alle Sachen 10% Rabatt mit dem Code RED. Es lohnt sich, liebe Freunde. Erster Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.